Alright, aber das hier interessiert mich erstmal. Was hat sich Trimax gekauft? Beziehungsweise, was hat Trimax für seine Freundin gekauft? Jetzt bin ich gespannt. Das ist übrigens auch Trendsplatz 1, Alter. Holy fuck. Das ist einfach Trendsplatz 1. Das ist schon gestört, ja. Und Leute, Trimax hier. Wir haben heute was Großes vor. Und zwar, kennt ihr ja das Auto von meiner Freundin. Das war ja so ein... Hä, war der schon immer mit der zusammen? Ja, moin. Hä, ich hatte die anders in Erinnerung. Okay. Krass. Voll Risikomove damals. Das Auto hat 900 Euro gekostet und wurde eigentlich nicht mehr als straßenzulässig verkauft. Nur noch als Ersatzteilauto, als Bastlerauto für irgendwelche Autotüftler, dass sie sich dann noch Teile rausziehen können. Deswegen war das so günstig mit 900 Euro. Sina hat das Ding dann trotzdem 900. Unbedingt zum Fahren bringen, obwohl es eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Hatte dann aber Kollegen und Rabatte bekommen und Kontakte und da haben alle ein bisschen rumgetuschelt, bis es dann... Hey, moin, Siri. Und es ist jetzt tatsächlich, dieses Bastelauto ist jetzt über ein Jahr lang gefahren. Dadurch, dass es bei Mini ist, gibt es auch ultra viele irgendwo, wenn man Prozent und Rabatte bekommt. Wir haben irgendwie 300 Euro Rabatte bekommen. Tina hat das Auto jetzt noch verkauft, tatsächlich, wieder als Bastelauto, für 550. Das heißt, sie ist quasi das Auto jahrelang quasi umsonst gefahren. Ich glaube, 17 Jahre ist das alt. Da habe ich mir gedacht, es ist Zeit für ein neues Auto, auch für ein sichereres Auto. Und dass wir das heute dann hier abgeben. Ja, mal schauen, was das für eine Karre wird, Alter. Wobei, ich denke tatsächlich, es wird ein normales Auto. Es wird nicht so ein Überluxus-Shit. Wobei, hier steht, ich kaufe meine Freundin ihr Traumauto. Boah, Alter, ihr Traumauto ist dann auch wieder schwierig rauszufinden, was könnte das Traumauto sein. Aber ich denke nicht mal, dass sie so die extremen Ansprüche hat. Da, mal schauen. Und einen neuen Mini besorgen. Ah, ein Mini. Es hat lange gedauert, bis ich Selina dafür überzeugen konnte, weil sie ist immer... Range Rover Mansory, yes, Bro. Alter, Range Rover Mansory ist wirklich richtig krass. Also 6 Jahre zusammen. Es hat 5 Jahre gedauert, bis ich ihr eine Handtasche kaufen durfte. Also du machst das Ganze gerne selbstständig oder unabhängig. Heute ist es soweit, heute gibt es ein Auto. Das Lustigste noch zu dem Auto, als es Selina neu hatte, gab es ultra Probleme und da hat sich Selina auch geweint, weil sie dachte, das Auto ist kaputt. Woran lag's? Also ich habe das Auto gekauft und habe mir dann so einen Magneten gekauft, den man ans Auto ranstecken kann, um sein Handy da so ranzumachen. Und ich hatte das Auto vorher aber noch nicht, also ich hatte es einmal Probe gefahren, hat alles super gut geklappt. Dann hat mir der Händler das sogar nach Hause gefahren, also war mega nett alles. Dann habe ich diesen Magneten rangemacht, bevor ich das Auto angemeldet hatte und es ist nicht mehr angesprungen, es hat nichts mehr funktioniert. Ich habe das Auto zweimal abschleppen lassen müssen, weil ich dachte, es ist einfach Schrott. Stimmt, der ADAC war noch da. Der ADAC war da, ich habe den Händler mega angezickt, es war wirklich Drama und der konnte einfach gar nichts dafür, weil die Zündspule durch das Magnetfeld von dem Magneten gestört war, dass ich den Mini nicht starten. Als ob so ein kleiner Magnet das Auto nicht anspringen lässt. Okay, das ist sehr, sehr nice. Also merkt euch, immer Magnet mit dem Auto haben, dann funktioniert die Kiste besser. Und kein, kein AMG fährt, ist Geringverdiener. True. Also wer kein AMG fährt, sorry, aber der hat wirklich sein Leben verspielt. Ich meine, das sollte ja wohl locker drin sein. Der C hat es nicht rausgefunden. Trimax hat mir auch ein Auto kaufen, true. Keiner wusste, warum es nicht startet. Einfach ein Magnet-Handy-Halterung. Übelster Fail. Aber dann hat es funktioniert. Dann hat alles geklappt und ja, wie gesagt, ist auch ein Jahr sehr gut gefahren. Ja, ja, ist gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, ne? Hi, na? Hallo. Schön, dass ihr da seid. Für die Abholung des Minis und dann gehen wir gleich zu eurem neuen Mini, ne? Beide gleichwertig, dann hier nochmal einen Schlüssel an. Oh, danke dir. Das ist entriegeln, Mini-Logo ist verriegeln. So, Schlüssel habe ich schon mal. Max zahlt jetzt noch die Nebenkosten und dann geht's gleich los. Bist du aufgeregt? Schon, ja. Aber sehr bodenständig, muss man sagen. Wobei auch so ein Mini mit Vollausstattung echt ordentlich was wert ist, by the way. Also wenn du dir einen ordentlichen Mini holst mit Vollausstattung, dann da kann dein Mercedes-AMG, ist da ein Scheiß dagegen. Das muss man einfach mal an der Stelle sagen. Aha. Ja, weiße Farbe ist wichtig, Leute. Das ist gar nicht so ganz weiß, ne? Das ist so ein bisschen auch gräulich gemacht. Ja, das hat voll... Also, guckt euch allein... Warte. Der ganze Lenker ist voll mit irgendwelchen Sachen, ja. Aber sehr nice. Aber auch so diese... Also, irgendwann, das wird es eh bald nicht mehr gehen, diese ganzen Tasten. Aber ganz wilde Sache, ey, ich glaube, jeder hat das immer so gewollt, irgendwann mal so ein Lenkrad zu haben mit solchen Tasten, weil da fühlst du dich einfach wie der krasseste Autofahrer aller Zeiten. Ich persönlich habe das leider nicht. Das ist sehr, sehr schade.
das ist hellgrau, ja, du hast recht, das ist hellgrau. Der ist sehr stark auf jeden Fall. Jetzt mal keinen Scheiß. Ich finde das Auto echt nice. Real Talk. Auch wenn ich meinen Skoda echt mag, wenn ich tauschen könnte, ich würde wahrscheinlich tauschen. Ich finde das Auto ist wirklich, das ist schon nice. Das ist wirklich, ich finde auch Minis generell sehr, sehr nice, ja. Die haben irgendwas. Was sagst du, Max? Ey, ist mega cool. Sehr, sehr schönes Auto. Ja, sehr gut. Also wirklich mega schön. Also kaufe ich meiner Freundin jetzt auch mal eben. Ja, ich auch. Der Vergleich zum... Ich habe damit gar kein Problem. Solange ich das irgendwie von der Steuer absetzen kann, ist alles gut. ja, kostet ja nichts, ne? Also das ist ja ein Schnapper. Hey, ich würde mir meinen Smart auch gerne gegen einen Mini tauschen. Ja, gut, naja, das... ich glaube wirklich, wir alle würden gerne unser Auto gegen einen Mini tauschen. Und selbst wenn wir einen AMG fahren würden, wir würden es einfach tauschen. Einfach aus Prinzip, weil Mini einfach nice ist. Das Gute ist halt einfach, dass Trimax hier auch kaum Platz wahrscheinlich hat in diesem Auto. Ein Auto, ja, ja. Das ist krass. Fühlt sich auch irgendwie richtig geil an. Also ja. Schön an das Lenkrad und alles. Das ist echt. Riecht auch noch so neu, das liebe ich immer. Das liebe ich immer. Ja, meine 10 Autos, die ich davor hatte, die haben auch so schön gerochen. Ja, jeden Tag ein neues Auto, auf ganz entspannt. Ja, eventuell. Richtig geiles Auto. Absolutes Traumauto auch von Sina, der Mini. Deswegen freut mich, dass das so gut geklappt hat. Wir werden jetzt gleich noch die Autos einmal nebeneinander stellen und vergleichen. Ich glaube, der ist ein ganzes Stück größer geworden. Es sieht von innen alles gleich aus, aber ich glaube, das ist alles ein Ticken größer. Da sieht man auch gleich nochmal den Kontrast. Dann müssen wir gleich auch noch den alten Mini, beziehungsweise ich. Ich glaube, Sina fährt jetzt das Auto und ich muss den alten Mini dann gleich zum Händler fahren, der das Ding uns abkaufen wird. Dann kann ich das auch nochmal fahren. Ich bin noch nie Sina das Auto gefahren. Das ist das alte. Werden wir dann sehen. Aber das Auto ist echt sehr, sehr schön geworden. Auch die Farbe finde ich absolut nice. Geiles Auto. Geiles Auto. Wie unangenehm. Oh, Alter, wie das gerade gequietscht hat. Ich schwöre, ich krieg da jedes Mal Gänsehaut bei so ekelhaft Quietschgeräuschen. Der zweite heißt Melvin. Okay. Ein Traum. Was sind das für Pokémon-Karten? Das stimmt überhaupt. Achso, das weiß ich jetzt gar nicht, was er da ausgesucht hat. Akasa GX und Mega Gyarados EX. Also cool. Also bin ich jetzt nicht sicher, ob das jetzt gute Karten sind, aber auf jeden Fall hat die beiden irgendwas hat's. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Gute Fahrt. Danke. Klassiker. Grüße gehen raus an Ron und Melvin. Yes. Ey, ich finde es schön. Ich finde auch die Farbe sehr schön. Ja, also hat schon was. Währenddessen alle immer mit solchen Sportkarren flexen, wird hier halt mit dem Mini geflext. Ja, das finde ich sympathisch. Auch nochmal ein dickes, fettes Danke an euch da draußen. Ihr ermöglicht ja das Ganze und natürlich auch insgesamt, das ist auch so ein kleines Danke, das Auto, weil mich Selina einfach unfassbar viel unterstützt. Also sie macht wirklich alles von Steuern über Assistenz, Terminverwaltung, Überweisungen, alles Mögliche. Wenn sie ja nicht so viel mithelfen würde, könnte ich nicht so viel streamen und nicht so viele Videos machen. Deswegen auch da nochmal ein Danke an der Stelle und viel Spaß mit dem neuen Auto. Danke. Ja, von mir auch ein riesen Dankeschön, sowohl an euch und vor allem auch an Maxi. Ich feiere das einfach wie Trimax, also wirklich, Trimax ist wie so ein riesengroßes Baby einfach und wie er das so lacht, ich finde das richtig niedlich. Danke. Sehr gerne. Okay, dann fährst du jetzt das neue Auto. Und was ist denn eine Isetta? Auto und wir bringen das alte Auto weg. Genau. Das haben wir jetzt weg. Okay, so machen wir das. Steig ein neben mich. So. Er kommt halt nicht rein. Ich muss jetzt das Auto fahren. Und das bin ich noch nie auf ewig keine Kupplung mit einer Schaltung hier gefahren. Wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Das darf jetzt nicht auf den letzten Metern kaputt gehen. Wir müssen nur, passt ja auch nicht rein, das Handy. Wir müssen jetzt nur, glaube ich, ein paar Minuten Auto fahren. Das muss ich hinkriegen. Spiegel. Es ist auch so nervig, wenn wir irgendwie das Auto teilen ziehen und ich. Es ist so anders eingestellt alles. Ja, okay, das passt. Sitz ist dabei zurück, wie es geht. Okay, dann warten wir noch, bis Sina alles eingestellt hat und dann können wir gleich fahren. Alter, ist das ein kleines Auto? Das ist wie Go-Kart fahren. Jo, wieso sitze ich so hoch? Sitzt in der Decke drin? Was ist das denn? Okay, wir müssen jetzt an Sina dranbleiben, aber jetzt sind schon zwei Autos zwischen uns. Super. Ja, geht aber klar. Macht Spaß. So ein ultra kleines Auto, so ein bisschen wie Go-Kart fahren irgendwie. Ist auch cool. Ja. So ein kleines Auto für die Stadt. Ja, ich bin auch ein Fan von Smart und sowas. Ah, chillig. Ah ne, sehr gut. Sina ist noch gehalten. Smart. Sau smart. Bei Orange anhalten, weil ich es nicht hinterher geschafft hätte. Und jetzt hier gerade direkt hinter uns die Mini abgeholt. Hey, Haku, grüß dich. Direkt davor.
sitze so weit, wie es geht, Max Beine klemmen am Lenker. Ey, das ist aber wirklich schwierig, wenn ich mit meiner Freundin ihr Auto fahre, sie fährt einen Polo, dann ist manchmal auch, der Sitz ist ja bei ihr natürlich sehr weit vorne, weil sie deutlich kleiner ist als ich. Und wenn ich dann mit dem Auto fahre, meine Knie, wenn ich einsteigen möchte, die, also erstmal direkt Kreuzbandriss und alle möglichen Risse, die man haben kann, ganz unangenehm an der Stelle. Ja, vielen witzig, Dank, wirklich. Witzig. Ich habe ja immer nur Autos geleased, immer nur gemietet, wenn man so möchte, noch nie ein Auto gekauft, so wie den Mini jetzt. Ist natürlich finanziert, klar, aber stimmt, ist das erste Auto, das ich jemals, was in meinen Besitz geht, ja. Ja. Ja, direkt fünfspurig, ey. 1000 LKWs. Aber geht. Vielleicht kommt ein bisschen Kopf, der einen True. Zwischen zum Spaß, mal ein bisschen schalten, ist cool. Das auf jeden Fall. Das Auto hat aber. Ist irgendwie. Ist ungewohnt. Aber ich habe jetzt auch keinen richtigen Vergleich. Aber es eiert so ein bisschen oder hat ein bisschen Lenkradspiel. Du hast so ein bisschen den Drang zu einer Seite, so ein bisschen gegenlenken. Interessant. So, das ist normal bei Autos, ja. Dass das Auto automatisch in die falsche Richtung fährt. So muss es einfach sein. Also du musst das Auto ja auch irgendwo spüren können. So. Und das können so diese, seine Luxuskarren, die können das nicht. Das können nur alte Autos, ja, die schon 17 Jahre auf dem Buckel haben. Sehr witzige nice. Fahrt mit dem Auto. Wir sind jetzt gleich da. Da vor Ort werden wir nicht mehr filmen. Nochmal wieder danach. Bis gleich. Altes Auto ist jetzt weg. Jetzt freue ich mich aufs Neue und werde jetzt erstmal eine kleine Spritztour machen. Genau, das war's dann auch schon mit dem Video. Schreibt eure Meinung zu dem Ganzen sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Was ist dein neues Auto, Daniel? Die Gamer und... Okay, das war's. Sehr nice Video. Ich gönne das der Freundin von Trimax. Sie scheint auch wirklich sehr, sehr bodenständig zu sein. Generell finde ich, die sind auch so aufgewachsen, so sehr bodenständig aufgewachsen. Nicht so, ja, ich gönne mir jetzt das Luxusauto oder das Auto oder das krasse. Ich finde, die sind da sehr bodenständig und ich finde, das vermittelt ein gutes Bild. Ich habe irgendwie Angst...